Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Geist. Teil 2. So, und wir setzen uns auch direkt hin, damit wir einen Einsatz bekommen. So. Müssen wir erstmal hören. Achtung! Hilfeleistung VU1. Einsatz für LF24. Ah, das sind RTW wir. 1. Waldstraße. Okay, da haben wir einen Einsatz. Ups, da ist die Tür. So. Zack, ins Auto rein. So. Zack. Gießen. Motor an. Blaulicht an. Weiß ich nicht, ob ich schon fahren darf. Ich hab keine Ahnung, ob ich jetzt schon fahren darf. Ich fahre einfach. Leitstelle Mülheim von 1HL F201 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen vom Einsatz, kommen. PKW von Straße abgekommen, keine Personen im Fahrzeug, kommen. Okay. Verstanden, Ende. Okay, okay, okay. Let's go. So. Diese Fahrzeuge zu fahren, die sind so kacke, also. Weiß ich nicht. So. Sind wir gerade im Vorplatz. Also man sieht halt, dass es immer so nach hinten wackelt und dass das Spiel auch ultimativ laggt. Das ist halt so das einzige Problem mit diesem Scheißspiel. Freunde, das liegt nicht mal an mir, dass es so rumlaggt, das ist halt einfach das Spiel, ne? Da kann ich halt leider nichts tun. So. Leitstelle Mülheim von 1HL F201 kommen. Weiß gar nicht, da müssen hier Leitstelle Mülheim, kommen. Ah ja, genau, Krankenwagen. Erste Lagemeldung, Verkehrsunfall. Absitzen. Lage wird weiter erkundet, kommen. Das wird verstanden, Ende. Ja, perfekt. So, musst du mal kurz einen Cut machen, so. Der soll jetzt praktisch erstmal hier zum RTW. So, auch schon raus. Sprechen kann ich irgendwie weiterhelfen. Wir bringen sie jetzt ins Krankenhaus. Ich helfe ihnen auf die. Ja. Danke.
Leute, mit der Polizei. Na gut. So. Haben den da wieder. Warum holt ich den jetzt raus? Na egal. So, wir müssen jetzt hier erstmal gucken. Also hier. Weiß jetzt. Okay, das heißt. Danach, falsche. So, wir müssen jetzt einmal einen Verkehrsunfall, Fahrzeug sichern. Und Brandschutz. Dingsbums. Vorbereiten. Da sind wir hier vorne. So, dann noch. Das hier. Dann. Straßenabsicherung. Fahrspurabsicherung. Da. Und. Ja. So. Perfekt. Leitstelle Mülheim von 1HLF 201. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Weitere Lagemeldung. Fahrzeuge werden gesichert. Ausgelaufene Betriebsstoffe werden abgebunden. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So, Fahrzeug ist jetzt gesichert. Jetzt kommen die wahrscheinlich mit dem Bindemittel. Irgendeiner. Er steht hier bereit, falls irgendwas brennt. So. Ah ne, die müssen das ja noch ausschneiden. Stimmt. Ah, der Krankenwagen ist anscheinend jetzt weggefahren. So. Dann machen die das jetzt da vorne einmal auf. Perfekt. So, der wird wieder weg. Nein, die das noch auf. So. Jetzt müsste irgendeiner gleich mit dem Bindemittel kommen. Ja, der da. Au. So, ja, das packe ich da oben drauf. Was weg. Mal kurz. Ja. Das ist der hier so. Was ist das hier? Und dann machen wir das und verteilen. So. Können wir sogar schon wieder absitzen. Weil mehr können wir nicht machen. So. Heißt zusammenpacken. So. Mehr kann man hier nämlich nicht. Gehen wir mal auf Seiten und räumen das weg. Aufheben. So. Räumen wir das hier auch wieder rein. Zack. Diese. Auf der anderen Seite der Welt. Echt auf der anderen Seite der Welt. So. Zack. Jetzt bin ich wieder mal Mist. Jetzt können wir eigentlich abrücken. So. Denn wir sind jetzt fertig mit dem einen. Mehr können wir gar nicht tun. So. Leitstelle Mülheim von 1HLF 201. Kommen. So, dann fahren wir mal wieder weg. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen.
Abschließende Lagemeldung. Unfallfahrzeug gesichert, Betriebsstoffe abgebunden, Einsatzstelle übergeben, rücken wieder ein, kommen. Verstanden, Ende. Perfekt, so. Die ganze Zeit zu ruckeln, ne? Das geht einen auf den Sack. Das geht echt einen auf den Sack, muss man sagen. Ah, das ist unser anderer Kollege. Na gut, ich fahr ein bisschen auf. Haben wir mal wieder den Krankenwagen hinterher. So. Zack, jetzt müssen wir hier rechts rein. Es fahr mich um, ey. Habt ihr gerade gesehen, der Krankenwagen ist einfach in mir reingefahren. Naja, egal. So. Fahren wir weiter zur alten Dreherei. So. Perfekt. Raus. Perfekt. So, oh. Mensch. So, einmal das Garagentor hier öffnen. Auch rein kann. Perfekt. Und dann können wir raus. So, raus. Arschend. Und dann können wir unsere Uniform wieder ausziehen. Zack. Und Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video tatsächlich schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.